Aha. Was wieder Mauerwerksfehler. Heute bei ATV Pfusch am Bau. Bei dem Haus von Familie Schäfer aus Oberösterreich gibt es Risse in fast allen Räumen. Es geht da wirklich um unsere Existenz. Wir haben sehr viel Geld investiert. Wir möchten schließlich auch unseren Kindern und Enkelkindern mal irgendwas hinterlassen. Und ein Wiedersehen mit Christine Peter, die ein Haus mit Schimmel und einem nassen Keller besitzt. Und jetzt im Bodenplattenbereich ist natürlich Kriegsgebiet. Wenn man dort das nicht richtig macht, rinnt uns dort das Wasser rein. Helmut Punz baut in Larsberg ein Haus. Dabei wurde eine völlig falsche, viel zu geringe Heizungsanlage eingebaut. Als er das bei der Firma reklamiert, gibt es unvorhergesehene Probleme. Sie waren ganz friedlich und haben das reklamiert und er hat ihnen ein Hausverbot gegeben, ja, weil genau. Sie reklamiert haben. Mit der Polizei gedroht, ja. Im Jahr 2006 begann Helmut Punz, seinen Traum vom Haus zu errichten. 30.000 Euro war sein Startkapital. Weitergebaut wurde immer dann, wenn Geld da war. 5 Jahre später zog Helmut Punz in das halbfertige Haus ein. Doch der erste Winter war alles andere als heimelig, denn die Heizung war defekt. Im Winter habe ich so 5 bis 10 Grad Raumtemperatur gehabt, wenn die Sonne geschehen hat, vielleicht ein bisschen mehr. Es war im Bad auch teilweise die Leitung zugefroren. Da hat man also einen Gaspilz geholt, dass ich dann ein bisschen dazu heizen kann. Weil es war der erste Winter, wo ich im Haus gewohnt habe. Man wird da abgehärtet anscheinend. Helmut Punz bewies dann Einfallsreichtum. Das war die Superheizkanone, die man das Zimmer dann nur aufgeheizt hat, wenn es zu frisch und zu reich war. Das ist eine sehr gute Heizkanone und ich habe dann die Delver darauf getan, so, dass dann die Wärme relativ, also in kurzer Zeit aufgeheizt worden ist und relativ rasch war es warm dann. Helmut Punz hat die fehlerhafte Heizung reklamiert und 6.700 Euro von dem Gesamtpreis von 19.000 Euro zurückbehalten. Doch die Firma hat bisher nicht reagiert. Grenzwertig war das, wie dann das Wasser nicht mehr gelaufen ist. Haben wir gedacht, was ist jetzt los? Wie wird das ausschauen im Frühling, wenn es auftaut? Muss ich den Boden aufreißen? Ist es ein Totalschadenshaus oder keine Ahnung. Ich hoffe nur immer, dass da eine Lösung geben wird, weil 19.000 Euro Fixpreis, eine Heizung fürs Haus, 6.700 Euro werden bezahlt, wenn es passt. Wenn es passt, bin ich zufrieden und dann gibt es auch die 6.700 Euro Restbezahlung. Helmut Punz hat sein Refugium selber gezeichnet und geplant. Das Herzstück ist ein überdachter Pool unterm Dach. Da wird dann eine Brücke gemacht und da könnte man noch theoretisch alles einbauen, was man so noch haben möchte, in den Wellnessbereich rein, theoretisch jetzt. Jacuzzi, Sauna, Solarium, je nachdem. Platz hat man genug da. Günther Nussbaum kommt diesmal mit Verstärkung. Er hat einen Installateurmeister mitgebracht. Nachdem das ja nicht mein Gebiet ist, habe ich den Herrn Berger mitgenommen. Einen Fachmann. Ja. Die Wärmebildkamera wollte ich rausnehmen, dann habe ich gesehen, Sie haben da gar keine Dämmung drauf. Ja. Das heißt, die lasse ich mal im Auto. Die lassen wir mal im Auto. Wir haben aber jetzt keine Heizprobleme, dann könnte man das relativ kurz machen. Es fehlt uns die Dämmung, da kommen wir natürlich schwer auf Temperatur. Ja, nein. Das wird es nicht sein, ne? Richtig, es geht nicht um die Temperatur. Es geht einfach um die mangelnde Leistung bei der Hausmacherei beim Vorlauf schon. Ach, schon im Vorlauf quasi? Im Vorlauf schon. Temperatur selber mit tieferen Temperaturen kann man ein bisschen leben. Okay. Wenn der Vorlauf passt, gut. Dann wird das andere auch passen. Na, schauen wir mal rein, ne? Was wir da zu sehen haben. Überprüfen wir's. Bitte. Bereits beim Eintritt in den Technikraum fallen dem Heizungsprofi die unterschiedlichen Materialien bei den Rohren auf. Also ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass durch das, dass zwei Firmen da gearbeitet haben, zwei verschiedene Materialien eingesetzt wurden. Und da kann natürlich Korrosionsprobleme entstehen, weil diese zwei Materialien ja grundsätzlich nicht so verarbeitet werden sollten. Sie haben da mittendrin immer so eine Kupferleitung, ein Stahlrohr, ein verzinktes. Und da kann es zu Problemen in den Rohrleitungen kommen. Wie ein Batterieeffekt. So in etwa, ganz, ganz einfach, da kann passieren, dass eben diese Rohrteile, das schwächere Metall löst sich auf, in dem Fall wäre das der Stahl. Der Haustechniker geht auf Ursachenforschung. Schnell wird klar, die Heizleistung, die von den Erdwärmekollektoren von draußen ankommt, ist viel zu gering. Im Prinzip müsste es da eigentlich, mit dem, was ich da habe, müsste es eigentlich warm sein. Jetzt ist es die Frage, warum da nichts reinkommt. Das Ding steht jetzt bei 19 Grad, 20 Grad, das haben wir jetzt Raumtemperatur. Also die Anlage hat sich gerade so aufgeheizt, wie warm es da im Raum ist.
Bereits einmal haben wir über den nassen Keller von Frau Peter berichtet. Die Niederösterreicherin kämpft seit 4 Jahren mit massivem Schimmelbefall. Woher der gefährliche Pilz kommt, konnte bisher niemand herausfinden. Günter Nussbaums erster Besuch blieb Frau Peter garantiert in Erinnerung. Schau, das Stromkabel ist schon verschimmelt. Tja, ist lustig, hm? Du hast hinter dem Papier hast den Schimmel, nicht? An der Oberfläche hast du ihn entfernt und dahinter hast du noch den Schimmel drauf. Ui, das ist aber ein bisschen nass, bitte. Da steht das Wasser unten. Sogar jetzt. Wow! Das ist eine Überraschung. Und was für ein Wasser? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt können wir dann auf die Suche gehen. Ich frage mich, von wo das Wasser kommt. Das ist ein Wahnsinn. Günter Nussbaum vermutete, dass die Kellerabdichtung außen fehlerhaft ist. Beim Lichtschacht schnitt er einen Teil der Dämmung heraus, um an die Abdichtung zu gelangen. Also das ist die falsche Bitumenbahn und die ist auch falsch geflammt worden. Ein paar Wochen später. Günter Nussbaums Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass der Keller an einer Stelle bis zur Bodenplatte aufgegraben wurde. Jetzt soll es einen gemeinsamen Begehungstermin mit allen Beteiligten geben. Christine Peter ist skeptisch, denn die letzten Wochen waren alles andere als angenehm für die Hausbesitzerin. Es sind E-Mails hin und her geschrieben worden, gigantisch viel. Und es ist am Montag von der Firma ein Arbeiter hergekommen und hat da aufgegraben bis zur Bodenplatte, damit man schauen kann, was ist die Ursache. Nicht nur der damalige Auftraggeber des Hausbaus, sondern auch der Architekt, der damals die Bauaufsicht hatte, haben der heutigen Begehung zugestimmt. Mit dem Herrn Architekt habe ich keinen Kontakt gehabt. Da habe ich nur E-Mails gelesen. Und mit dem Herrn, der hat mich ein klein bisschen gerügt, weil ich ins Fernsehen gegangen bin. Aber ich habe gesagt, schau, jetzt kämpfe ich schon über 4 Jahre mit meinem Schimmel und es tut sich nichts. Und vielleicht jetzt tut sich etwas. Unterstützung bekommt Christine Peter vom Bausachverständigen Günter Nussbaum. Sie haben schon eine Grube gegraben? Ja. Na, das freut mich, hat das wenigstens geklappt. Grüß Gott. Hallo, wie geht's? Wir haben eigentlich gesagt, die ganze Ecke freilegen. Wie kommen wir jetzt nach unten zur Abdichtung? Wo sind die Herren? Das ist ja schon wieder ein Witz. Wir vermuten die undichte Stelle im Bereich der Bodenplatte. Und das ist nicht freigegraben. Das, was wir da haben, ist zwar freigegraben, was ja bis gestern noch unklar war, weil der Steinmetzmeister natürlich gemeint hat, wer zahlt das. Ja. Aber es ist wenigstens freigegraben, nur ich kann genau wieder nicht sagen, ob der untere Bereich undicht ist oder nicht. In Oberösterreich haben Vera und Helmut Schäfer im Jahr 2000 ein schönes Reihenhaus von einem Vorbesitzer gekauft. Sie hatten sich in das gemütliche Haus und die schöne Lage verliebt. 300.000 Euro bezahlten sie für ihr neues Heim. Ein Jahr lang lief auch alles gut. Doch dann tauchten erste Risse im Haus auf und schnell wurde es immer schlimmer. Nunmehr sind wir 12 Jahre in diesem Haus und man sieht eigentlich, dass die Risse immer größer geworden sind. Am Anfang waren sie ja sehr klein und waren sehr dünn. Inzwischen sind sie sehr, sehr groß geworden. Beziehungsweise es ist auch rundherum alles ziemlich hohl. Und wenn man ein bisschen dagegen klopft, dann würde das an und für sich alles runterfallen. Wir haben uns sehr lange mit dieser Situation abgefunden. Aber ich glaube, jetzt ist der Punkt erreicht, wo auch unsere Geduld Belastbarkeit oder die Geduld zu Ende ist. Vera und Helmut Schäfer haben immer die Angst im Nacken sitzen, dass ihr Haus einstürzen könnte. Denn ein Nachbarhaus musste bereits wegen extremer Setzungen im Mauerwerk abgestützt werden. Die Risse sind für uns extrem schlimm. Auch in dem Wissen, dass das Nachbarhaus schon saniert worden ist. Das Haus wurde von 3 Seiten unterspritzt mit Beton. Und
Die könnten sonst gar nicht mehr drinnen leben. Und wir wohnen ja herinnen, wir sehen ja, dass die Risse kontinuierlich immer weitergehen und immer weitergehen. Das Schlimmste ist eigentlich die Unsicherheit, weil man nicht weiß, wie das endet. Wie schaut das in den nächsten 10 Jahren aus? Und es geht da wirklich um unsere Existenz. Wir haben sehr viel Geld investiert. Wir möchten schließlich auch unseren Kindern und Enkelkindern mal irgendwas hinterlassen. Und das Haus ist so in dem Zustand, wie es jetzt ist, für uns wertlos. Die Schäfers sind hilflos. Sie wissen einfach nicht weiter und wollen doch nur in Frieden in ihrem Haus leben. Wir sind vor 12 Jahren dahergezogen, haben das gesucht, haben die Ruhe gesucht, das Grün gesucht. Und würden auch gerne noch sehr viele Jahre hier verbringen. Aber leider mit dieser Belastung durch das Haus, das eben nicht in Ordnung ist und wo wir nicht wissen, wo der Weg hinführt. Es kostet einiges an Lebensfreude, sagen wir so. Mhm. Ja. Okay. Helfen soll dem Paar nun der EU-Bausachverständige Günter Nussbaum, der heute zu einer Begehung vor Ort nach Hörsching gefahren ist. Haben Sie es auch gehört? Ich klopfe nämlich immer dann aufs Wärmedämmverbundsystem. Grüß Gott. Nussbaum, grüß Gott. Nussbaum, freut mich. Die Schäfers zeigen Günter Nussbaum als erstes die breiten Risse im Stiegenhaus. Der Sachverständige will wissen, wo die Bodenplatte liegt und wie das Gebäude konstruiert ist. Der Keller ist ja nicht komplett unterkellert, das Haus, sondern nur halb unterkellert. Und meiner Meinung als Laie ist, dass dort, wo es nicht unterkellert ist, dass da vielleicht was weg, weil hier unten sind die Risse schmäler und oben nach oben gehen sie auseinander. Also für mich als Laie, dass was auseinander geht oben. Aber der Teil ist unterkellert. Der Teil ist unterkellert und der Teil nicht. Und genau da sind die Risse. Verstehe. Das heißt, alle Reihenhäuser sind quasi straßenseitig, wenn man so will, unterkellert. Und hin gartenseitig nicht. Genau, so ist es. Und jetzt neigen sie sich verstärkt in die Richtung, weil natürlich da jetzt dann mittig quasi der Schwerpunkt liegt und die Pressung höher ist. Warte, das fliegt jetzt gleich mehr, aber. Also das legen wir mal da oben. Das ist langsam aufgetreten und hat sich dann kontinuierlich fortgesetzt. Das ist interessant, das schauen wir nachher nochmal an. Ich würde gerne mal zuerst das ganze Haus anschauen mit allen Rissen und dann gehen wir ins Detail. Ja. Was ist da unten noch? Das ist nur der Keller, da ist eigentlich nichts. Waren Sie damals dabei, wie das gebaut worden ist? Gibt es da Baustellenfotos? Ich war nicht dabei, nein, weil das 3 Jahre vor uns gebaut worden ist, wie wir eingezogen sind. Haben Sie es vom Bauträger direkt gekauft? Nein, wir haben es von einem Ingenieur gekauft. Das war der Vorbesitzer. Der hat 3 Jahre herinnen gewohnt. Und hat der schon Risse gehabt? Er hat nichts gesagt zu uns und es war überhaupt kein Thema von Rissen. Nur wir sind im Nachhinein dann, wir sind ja Laien, wir haben das Haus blind gekauft, ja. Und es waren ganz feine Haarrisse, die hat er korrigiert und ausgebessert. Man hat gesehen, dass das praktisch ausgebessert worden ist. Aber das ist erklärt worden, wenn Sie überhaupt gefragt haben, so mit den klassischen Rissen. Genau. Genau, mit den normalen Neubau. Und hat es da schon Schriftverkehr mit dem Bauträger gegeben? Nein. Wissen Sie da schon was? Da war die ganze Thematik noch gar nicht bekannt eigentlich dann, oder wie? Oder offiziell? Da war es eigentlich noch nicht in dem Umfang bekannt. Zurück zu Helmut Punz. Er hat eine Wärmepumpe einbauen lassen. Die Energie kommt aus Erdwärmekollektoren, die rund ums Haus in der Erde vergraben sind. Okay, also da drinnen versteckt sich jetzt Ihre Wärmepumpe. Ja, ich kann auch gerne mal den Deckel runter. Ja klar, das wollen wir da sehen. Da mal runter, bitte. Okay, nachdem das eine gasgefüllte Wärmepumpe ist, werden wir gleich mal prüfen, ob Gas austritt. Gut, also das Gas bleibt drin. Verzweifelt arbeitet er, aber es ist, geht nichts weiter, ja. Er hustet ein bisschen dahin. Also wir haben da überhaupt keine, Wärmeübertragung. Ja. Normal müssen da 30 Grad. Also wir produzieren da schon eine Wärme, ja. Aber tut sich nichts, wird nicht geliefert richtig. Mit Hilfe der Wärmebildkamera bestätigt Haustechniker Andreas Berger, was er schon vermutete. Der Wärmeeintritt ist da, aber wir haben keinen Wärmeaustritt. Das
Das heißt, er produziert zwar etwas von dem, aber scheinbar zu wenig. Das ist jetzt einmal das Erste, was ich da sehe. Ja. Und wir kriegen nichts raus. Die Heizschlangen der Erdwärmekollektoren sind im Garten rund ums Haus eingegraben. Doch wie funktioniert diese Art der Energiegewinnung überhaupt? Da liegen Kupferrohre, die mit einem Kältemittel gefüllt sind. Das ist baugleich wie, wir stehen gerade vom Kühlschrank. Im Kühlschrank spielt sich genau das Gleiche ab, nur wollen wir beim Kühlschrank die Wärme entziehen. Im Innenraum des Kühlschrankes, das tun wir hier aus dem Fußboden. Und hinten entsteht es ja beim Kühlschrank, wird es warm. Aber jetzt machen wir es umgekehrt, die Wärme wollen wir haben. Ja? Und das gelingt uns da leider nicht, weil schon zu kalt. Weil ich eben die Fläche, es gibt immer gewisse Fläche, nur gewisse Mengen Energie her. Und die ist jetzt da schon so schwach dimensioniert, dass das sich nicht ausgeht. Grundsätzlich wäre das Grundstück groß genug für den Kollektor. Aber da dürfen Sie kein Haus mehr draufstellen. Richtig. Ja? Ja. Also das Grundstück wird sich schon ausgehen, ja, für den Bedarf, den Sie haben. Weg. Aber das Haus sollten Sie da irgendwo. Also den Kollektor bringen wir da unter. Ja. Da gehört geplant, ganz einfach, solche Anlagen gehören geplant. Das kann man nicht über, das kann man anbieten und sagen, ja, das brauche ich circa. Aber im Endeffekt gehört es geplant und da ist irgendwo der Fehler passiert. Also das hätte auch dem Techniker auffallen müssen. Das sollte man wissen, dass das viel zu klar ist. Das ist so offensichtlich da, dass das so viel zu klar ist, dass das ist jetzt nicht so wie wir sehen oder was. Das ist also für mich ist das ja, draufgestoßen mit der Nase. Ja, da staune ich nicht schlecht, dass sowas überhaupt verkauft wird. Was hat die Firma gesagt, wie sie jetzt reklamiert haben? Ich habe das gesagt. Ja, die haben im Prinzip eigentlich gar nicht reagiert. Ich bin dann irgendwann einmal, wie es. Zumindest keine falsche Antwort. Ja. Wie es saukalt war, sag ich jetzt einmal, bin ich dann einmal in die Firma gefahren, da habe ich dann ein Hausverbot gekriegt. Und Wegweisung mit Androhung von. Na Moment, kommt, was haben Sie mit dem Prügel dorthin gegangen? Oder was? Na, ganz alleine in guten. Mit guten Absichten so auf die Art. Na, wenn ich bei minus 15 Grad draußen nur minus 5, oder 5 Grad im Raum habe, ja, dann bin ich auch nicht unbedingt der friedlichste Mensch, ja, der reklamieren geht. Nicht? Nein, ich bin ganz friedlich gewesen und habe gesagt, wie schaut es aus? Ich bin gerne bereit, den restlichen Teil zu bezahlen. Schauen Sie sich das mal an, nicht? Kommen Sie mal her. Ja. So in die Richtung. Auf alle Fälle, so weit bin ich gar nicht gekommen, weil mir dann ein Hausverbot gegeben hat, die Firma. Also Sie waren ganz friedlich und haben das reklamiert und der hat Ihnen ein Hausverbot gegeben? Ja, weil genau. Sie reklamiert haben. Mit der Polizei getraut, ja. Der Grund der mangelnden Heizleistung ist nicht die Pumpe, sondern die zu kleine Kollektorfläche. Das Ding macht das, was es machen soll. Ja. Aber mehr kann es halt nicht. Also das hat eine gewisse Leistungstoleranz. Das sind in dem Fall maximal 10 Kilowatt Leistung, für die wir 400 Quadratmeter Kollektor brauchen. Jetzt mit der Faustformel, wir stehen auf 220, sage ich jetzt einmal. Das kann er nicht. Also der tut eh, der hakelt eh wie der Teufel, kriegt aber nichts. Dafür. Gut, das machen wir so. Hat das einen Sinn, dass die bleibt oder macht man da jetzt auch Handlung? Das kann man. Ich denke, dass das Gerät generell zu schwach ist. Also ich denke, da muss man sich komplett an einen Energieerzeuger ausdenken. Man weiß, es gehört jetzt was geändert und eine Lösung gesucht und die Firma wäre jetzt am Zug zu handeln mit Rückkauf und Lösung für eine neue Heizung, die fürs Haus passt. Helmut Punz befürchtet, dass es auch an anderen Stellen Mängel gibt. Die Befürchtung ist berechtigt. Der Bausachverständige muss nicht lange nach Fehlern suchen. So, da haben Sie aber die Absturzsicherung. Das ist eine sehr haarige Geschichte, nicht? Eigentlich. Die Kärnten Sie wissen es, Sie dürften ja eigentlich noch nicht da herinnen wohnen, jetzt in dem jetzigen Zustand. Mit den Geländern, so das Kärnten ergänzt. Genau, und das ist ja vor allem nicht nur jetzt baurechtlich, sondern es ist ja wirklich ein Problem, wenn wer runterfliegt, sind Sie in der Haftung. Mhm. Ja. Also wenn ich was als erstes machen würde an Ihrer Stelle, dann ist alles das, wo Leben in Gefahr ist. Ja. Ja. Die Absturzsicherungen damals erst. Alles andere kümmert eh niemanden so sehr vielleicht. Ja. Ja. Gleich bei ATV Pfusch am Bau. Bei Familie Schäfer gibt es nicht nur Risse in den Wänden, auch im Badezimmer wurde gepfuscht. Hier sollte man besser nicht duschen. Oh je, da ist aber die Feuchtigkeitsabdichtung dann auch schon durch. Und was heißt das? Na, dass man da nicht allzu viel baden soll, intensiv duschen sollte. Und bei dem feuchten und schimmeligen Keller von Christine Peter findet Günter Nussbaum den entscheidenden Fehler. So, Frau Peter, jetzt haben wir den Nachweis. Hier die Abdichtung hält nicht. Also da brauchen wir jetzt keine gerichtliche Beweissicherung, sondern die Leute sollen einfach ihren Hintern herbewegen und sich das anschauen und dann ihrer Verantwortung nachkommen. Christine Peter hat einen nassen Keller. Günter Nussbaum vermutet eine fehlerhafte Abdichtung. Seine Vermutung wird schnell bestätigt. Also da die Fugen hätten zumindest verfüllt gehört.
Ja, das ist die hohllagige Abdichtung. So sollte das nicht sein. Man sieht, wie leicht man das wegreißen kann, ja. Das kann ich mit bloßen Fingern abtragen. Wir haben aber jetzt immerhin festgestellt, dass es wirklich nur eine Lage im ganzen Kellerwandbereich gibt, statt der zwei Lagen, die eigentlich im Einreichplan stehen. Nur eine Lage Abdichtung ist bei einem bindigen Boden und den dadurch entstandenen Wasseranstau gefährlich. Das sieht man dann da wahrscheinlich schon ganz gut, dass da jetzt einfach das Wasser ziemlich lange stehen bleibt. Das heißt, das muss gar nicht im Grund, vom Grundwasser kommen, sondern wir verschütten einfach da Wasser, so wie wenn es stärker regnet. Und das Wasser staut an. Naja, es ist immer wieder die Angabe von den Baufirmen, dass man hier keine Drainage oder keine druckwasserdichte Abdichtung braucht, weil das Grundwasser irgendwo Richtung Hölle unten liegt, 100 Meter weiter runter. Nur, das ist nur die halbe Wahrheit. Wenn ich so wie hier am Grundstück einen bindigen Boden habe und es regnet stärker, dann staut einfach das Wasser zwischen dem Gebäude und dem bindigen Boden. Und dann habe ich trotzdem, dass Grundwasser ganz weit unten ist, ein Druckwasser am Keller anstehen. Und das sieht man ganz gut, das Wasser versickert da nicht. Wenn es hier zwei Tage regnet, haben wir an dieser Abdichtung, die nur für den Lastfall Erdfeuchte gemacht worden ist, drückendes Wasser anstehen. Nachdem wir jetzt nicht bis zur Bodenplatte gegraben haben, werden wir zwar leider die eigentliche Ursache nicht feststellen können, aber dass wir uns wenigstens anschauen, ob wir ein oder zwei Lagen haben, das ist ja auch nicht unwichtig. Ja. Warten wir, bis die Herrschaften kommen. Also sind eh schon da. Okay, dann. Grüß Gott. Die Begehung mit dem Architekten und dem Auftraggeber des Baus findet ohne unsere Kameras statt. Christine Peter verlässt schließlich wütend die Unterhaltung. Es wird rausgesprochen, keiner ist schuld, es geht um meine Gesundheit, es geht um mein Haus. Und es wird nur hin und her geschoben, das Ganze. Ich kann es nicht mehr hören, Ja, bei der Besprechung im Wesentlichen ist er eher darum gegangen, die Verantwortung wegzuschieben. Der Kommerzialrat, der Auftraggeber quasi, sagt, er kann nichts dafür, das haben die anderen verbockt, was ja stimmt, aber trotzdem ist er verantwortlich. Der Architekt oder der Baumeister sagt, er war zwar ÖBA, aber er kann trotzdem nichts dafür, er war nicht immer da. Also alle glauben, dass es andere Ursachen hat und nicht an der Feuchtigkeitsabdichtung an der Wand liegt. Mich interessiert eigentlich nur, von wo kommt die Feuchtigkeit? Ob da jetzt ein Lock ist, ich will nur wissen, warum ich Wasser im Keller habe, warum ich die Feuchtigkeit im Keller habe. Mir ist wurscht, ob es von dort kommt oder von. Ich will endlich wissen, warum. Das Gespräch endet mit der Bitte um eine gerichtliche Beweissicherung. Die vereinbarte gemeinsame Kontrolle der Bodenplattenabdichtung entfällt hingegen. Das Loch ist nicht tief genug. Kurzerhand gräbt der Sachverständige den Rest jetzt selber auf. Ist ja immer den Fehler der anderen ausbessern. Das ist mein Schicksal scheinbar. Und jetzt im Bodenplattenbereich ist natürlich Kriegsgebiet. Wenn man dort das nicht richtig macht, rinnt uns dort das Wasser rein. Und so schaut es drinnen auch aus. Und das wollte ich nachweisen. Und jetzt kommt man das so vor wie, naja, runtergegraben haben wir, aber nicht dorthin, wo wir es eigentlich wollten. Wir können wieder nichts nachweisen. Und so wird halt das in die Länge gezogen. Ja? Und jetzt stelle ich mich halt runter und schaue, dass ich das selber freigrab und vielleicht finde ich es raus. Ja, es ist Gott sei Dank eh schon da Ende. Das heißt, die Vorarbeiten waren gut, aber das Finale muss man halt selber machen. In dem Haus der Familie Schäfer findet Günter Nussbaum weitere tiefe Risse in den Wänden. Nun gilt es, die Ursache dafür zu suchen. Jetzt gilt es herauszufinden oder herauszuarbeiten, was da jetzt wirklich abkippt. Ist es der Hauptbauteil, wenn man so will, der unterkellert ist? Oder ist es nur der freihängende, auf gewachsenem Grund oder wo auch immer stehende vordere Teil? Oder kippen quasi beide ab? Es wäre natürlich schöner, wenn die Fundamentierung unter dem Keller oder die Bodenpressung unter dem Keller super ist und wir da nichts zu befürchten haben und nur unter Anführungszeichen der vordere, nicht unterkellerte Bereich wegsinkt. Ja? Das muss man mal schauen, wenn wir von außen anschauen und den Dachstuhl schauen wir uns noch an. Am Dachboden hofft Günter Nussbaum mehr über die Gründe für die Risse herauszufinden. Das hat damit gar nichts zu tun. Es ist nur die Frage, wo die anfangen. Da habe ich quasi die Firstfette. Da habe ich eine Mittelfette und dann habe ich eine Mittelfette. Die druckt man schon quasi auf den nicht unterkellerten Bereich. Und das Dach ist ja relativ gewaltig. Das Dach drückt also auf den nicht unterkellerten Bereich. Dies kann mit ein Grund für die Risse sein. Die Begehung geht nun im Badezimmer weiter.
Oh je. Natürlich dort dasselbe, ja. Da ist aber die Feuchtigkeitsabdichtung dann auch schon durch, logischerweise. Und was heißt das? Nur, dass man da nicht allzu viel baden soll. Intensiv duschen sollte, ja. Weil wenn Sie jetzt, normalerweise haben Sie hinter den Fliesen eine Feuchtigkeitsabdichtung. Mhm. Die kann schon ein bisschen rissüberbrückend sein, aber das nimmer mehr. Ja. Mhm. Also sowas, ja, ja, das nimmt er noch mit. Aber die ist durchgerissen, also da bin ich schon direkt auf der Wand. Mhm. Normalerweise müsste man jetzt sagen, dass man das, die Fliesen runternimmt und den Untergrund wieder instand setzt, Feuchtigkeitsabdichtung drauf und dann Fliesen wieder drauf. Nicht? Nur wenn das dann sich weitersetzt, ist das in Kürze wieder aufgerissen. Ja, da ist jetzt die Frage, wie saniert man generell? Oder wann saniert man noch besser? Das war jetzt was Neues für mich, weil wir haben natürlich gebadet, ja, und Dusche haben wir nicht das Problem, weil wir separate Dusche haben. Aber es ist erschreckend, wenn man das wieder von einem Baumeister erfährt, der doch Erfahrung hat in solche Sachen. Haben Sie da eine Säule drin? Was ist das da? Das ist kein Ziegel. Nicht. Nee. Da ist eine Säule eingemauert. Da haben sie eine Säule drinnen. Das erklärt auch, warum das so blöd reißt. Also das wäre wahrscheinlich auch so schon gerissen. Aber in dem Sinne, dass sie halt da jetzt was bewegt, ist das klar, dass das dann dieses Rissbild hat. Nicht? Links und rechts von der Säule reißt uns das auf. Ja. Das wird auf der anderen Seite drüben dasselbe sein, oder? Das wird auf der anderen Seite genau das Gleiche sein, ja. Die Säulen sind tatsächlich Betonwände, die mit dem Hauptmauerwerk nicht verbunden sind. Dadurch entstehen die Risse. Das ist so der Klassiker, das sieht man unten bei der Bodenplatte, der waagrechte Riss, den wir dort haben. Ja. Das sind halt zwei verschiedene Bauteile. Es steht auf der Bodenplatte, auf der Betonplatte quasi das Mauerwerk drauf. Das sind eigentlich zwei verschiedene Bauteile. Wenn ich die dann direkt verputze, dann ist klar, dass das zum Reißen anfängt in dem Bereich. Das heißt, zwei Materialien. Zwei Bauteile eigentlich. Also da ist weniger das Material, die unterschiedlichen Längenänderungen, weil es zwei verschiedene Materialien sind, ein Problem, sondern einfach, jetzt müssen Sie sich vorstellen, das wird relativ frisch betoniert und relativ schnell gemauert und relativ schnell verputzt. Ja. Der Betonteil kriecht und schwindet, speziell nach dem Betonieren schüsselt sich das ein bisschen und jetzt steht da die Mauer drauf und über das alles ist drüber geputzt worden, das muss reißen. Wieder Mauerwerksfehler. Das ist quasi eine Wandscheibe aus Beton, die sie da hergestellt haben. Das ist, ist das nicht in dem Bereich oder war das da oben? Das war da oben, nicht? Und genau denselben Riss haben wir oben. Wenn der Herr Nussbaum jetzt recht hat und das einfach eine bauliche Ausführung ist und weniger auf Setzungen, dann bin ich erleichtert. Frau Schäfer ist erleichtert, denn im Außenbereich gab es durchaus Setzungen. Die Terrasse musste kostspielig renoviert werden. Das haben wir komplett neu gemacht. Das ist neu, das hat man nicht mehr lassen können, weil da sind die ganzen Fliesen gebrochen, die sind das war alles, das war alles neu. Also das hat sich schon komplett gesetzt? Das hat sich gesetzt. Wie viel ungefähr? Da gibt es Aufnahmen. Also da haben Sie die da? Da haben wir welche da, ja. Ja, aber das ist auch so ein Klassiker. Das halt, man sieht das ja leider selten. Gerade nur, wenn wir Baubegleitung machen, dann kommen auf einmal die Kompressoren, die Bodenverdichter und werden ausgepackt. Oder ausgeliehen. Sonst auf der Baustelle wird das zugeschüttet. Ja, im besten Fall fährt der Bagger, der da hin und her schüttet, einmal drüber und das wird ein bisschen verdichtet. Das setzt sie nach. Helmut Punz baut für heutige Begriffe ungewöhnlich. Weitergebaut wird erst, wenn wieder genug Geld angespart ist. Vieles macht er in Eigenregie. Was haben Sie denn für einen Zeithorizont generell fürs Fertigmachen? Naja, das nächste ist jetzt einmal, dass der Dachstuhl da isoliert wird. Mit den Rigipsplatten und mit den 20 plus 8 cm, dass wir in Summe dann mit den Rigipsplatten eigentlich 30 isoliert haben. Dann. Und wo kommt dann die Dampfbremse hin? Die Dampfbremse, da streiten sich die Geister. Nein, da streiten sich keine Geister. An und für sich habe ich ein Prospekt, wo es noch die 20 cm hin war. Weil es so rund ist, das Atmungsaktive. Mhm. Und ich glaube, das gehört dorthin. Manche sagen, das gehört ganz außen hin.
Ich hätte vorher gehabt, dass ich es noch die 20 cm hinschaue. Ich würde es Ihnen empfehlen, noch den 20 cm hinzugeben. Ja. Grundsätzlich soll die Dampfbremse im innersten ersten Drittel liegen. Also schon. Und nicht weiter in der Dämmung. Genau. Sonst fängt es dort an, kühl zu werden und dann kann der Taupunkt erreicht werden. Extremes Beispiel, was man hier gut sieht. Wenn wir jetzt hier die Dampfbremse drüber rollen würden und hier ankleben, na, da sind wir ja da 1:1 undicht in die Konstruktion. Ja, also wenn ich da jetzt reinblase, kommt das da sofort raus. Da kann man sich's gut vorstellen. Ja, da haben wir jetzt 20 cm isoliert und dann kehrt da die Folie wieder her. Und ich weiß nicht, das offen lassen oder nicht, ist ja beides möglich, oder? Schlafen Sie da? Das ist also ein Fernsehzimmer, ja. Aha. Ja, unbedingt die beste Luft ist das nicht. Ist nicht, das ist giftig da. Na ja, giftig möchte ich nicht sagen jetzt. Also aber nicht gesund. Ja, nicht giftig, aber nicht gesund. Ah ja. Okay, also da haben wir die Solarleitungen. Wollen Sie das alles selber machen? Diese dahinter die Folie wieder? Das machen Sie selber. Würde ich selber probieren, ja. Da hinten wieder durch. Na ja, probieren, da haben wir nur einen Versuch. Nein. Genau, also ich mache es selber eigentlich. Und probieren, also mache ich das so, dass das so passt, dann passt es. Also schauen Sie, brauchen Sie einen Hersteller, der Ihnen wirklich alle Materialien liefert, die Sie da brauchen. Klebebänder, Klebemittel. Habe ich ja. Klebebänder habe ich schon da. Ja. Folie habe ich auch schon da. Sehr gut. Matten habe ich da. Theoretisch müsste ich alles beieinander haben. Okay, weil da müssen Sie aufpassen, gell, bei solchen Dingen. Ja, also da komme ich durch. Dampfbremse selber machen, das kann man schon machen. Man wird halt wesentlich länger brauchen. Aber wenn man sie einliest, die Problematik ist ja nicht so hochkomplex. Man muss einfach wirklich handwerklich sorgfältig arbeiten und das traue ich teilweise den Hausleuten mehr zu als den Akkordarbeitern auf der Baustelle. Warum nicht? Da haben sie schon Wassereintritte gehabt. So wie es dort eben Tropfen sind. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Wassereintritt ist oder ob das Luftfeuchtigkeit ist. Nein, da ist das Unterdach nicht angebunden. Da ist das Unterdach offen. Und wenn ich da schon sehe, dass die Schalungsbahn aufgeschnitten ist, dann kann das Unterdach da nicht dicht sein. Ja. Kriege ich das mit so Bändern? Nein, da müssen wir nach draußen. Ja, da funktioniert es mit dem Unterdach nicht. Und da sind die Dachsteine auch nirgends befestigt. Also das ist... Haben Sie noch nie einen Sturmschaden gehabt? Bis jetzt noch nicht, ne? Nichts angenagelt. Das war da... Wollen Sie es auch picken jetzt mit dem Klebeband? Das war der... Dachdecker. Der Spengler und Dachdecker. Ja, es ist noch einiges zu tun, ja. Und dass das außen schon wieder nicht passt und schon wieder Mängel festgestellt wird. Also von einem Mängel zum anderen kommt man eigentlich. Es hört eigentlich nicht auf und reißt eigentlich nicht ab, so gesehen. Neverending Story. Da ist die Schalungsbahn, das, was mir früher Dachpappe gesagt hat. Und das muss verklebt werden. Weil sonst, ich habe direkt unter der Schalungsbahn die Wärmedämmung, unter der Bretterschalung. Und wenn da der Wind reinbläst, dann kühlt er mir natürlich die ganze Wärmedämmung ab. Naja, die Geschichte mit der Unterdachanbindung, nachdem wir auch schon einen Wassereintritt in den Dachraum gehabt haben, sollte man schon auf jeden Fall von außen anschauen. Ja. Dach aufmachen, seitlich beim Fensterrahmen reinschauen. Und wenn das wirklich so ist, wie es von innen ausschaut, gehört das auf jeden Fall saniert. Weil ja jetzt passiert ja noch nichts. Jetzt rinnt das Wasser runter und tropft auf den Rohholzfußboden. Später, wenn das alles zu ist und Dampfbremse drauf und Wärmedämmung drauf und Gipsplatten drauf, dann kommt es erst zu Bildschäden, weil dann ist die Konstruktion einfach extrem langfeucht, die ja jetzt abtrocknen kann, weil sie offen ist. Und dann kommt es zu einem Bauschaden. Ja. Das heißt, auf jeden Fall gehört sowas behoben. Der Oberösterreicher wird wohl noch ein paar Monate länger zwischen Dämmstoffen, Farbköbeln und somit mitten in der Baustelle wohnen müssen. Dennoch zollt ihm der Bausachverständige Respekt. Das ist so, wie man früher Haus gebaut hat. Da hat man sich halt viel Zeit genommen und hat halt um Gottes Willen nur keinen Kredit aufgenommen, was ich ja gut finde, und hat sich Zeit genommen fürs Hausbauen. Ja. Heute werden Leute, die so bauen, was ja sicher nicht falsch sein kann, dann teilweise schief angeschaut. Ja. Nur im Endeffekt macht es keinen Unterschied, ob man sich jetzt schwer verschuldet über 20, 30 Jahre und dann ist man nach einem Jahr fertig. Oder ob man so wie der Herr Punz macht, ich finde das okay. Ja. Es ist halt für ihn schwierig, wenn er da wohnt, jetzt die nächsten Jahre und das in dem Zustand ausbaut. Für den, der herinnen wohnt, ist es schwieriger. Für die Bautechnik ist das relativ egal. Ja. Im Gegenteil, also das Haus kann austrocknen. Erwitterungsschutz ist ja durch den Dachvorsprung eigentlich vorhanden. Also es ist nichts dagegen einzuwenden, so zu bauen. Helmut Punz selbst nimmt seinen Hausbau gelassen. Irgendwann im Sommer wird sein Traum fertig sein. Nur in welchem Jahr, weiß er noch nicht. Wenn das Wasser drinnen ist, dann kann man sagen, ich hab's geschafft. Dann kann man da im Sommer im Offenen schwimmen, da mit Aussicht nach Freistadt. Also wenn das Wasser drin ist, dann wird es geschafft, haben's Hausbauen.
Beim Haus von Christine Peter gräbt Günter Nussbaum in der Erde. Er will bis zur Bodenplatte gelangen, um zu sehen, ob wenigstens dort die Abdichtung richtig angebracht wurde. So, Frau Peter, jetzt haben wir den Nachweis. Die Abdichtung hält im Bereich der Bodenplatte nicht. Das heißt, wir haben hier nicht die Situation, dass die Bodenplatte vorspringt und dann die Wand draufsteht, sondern die Bodenplatte ist bündig mit der Wand und geht da runter. Und hier die Abdichtung hält nicht. Und wenn das jemals hier unter Wasser steht, sauft der Keller ab. Also da brauchen wir jetzt keine gerichtliche Beweissicherung, sondern die Leute sollen einfach ihren Hintern herbewegen und sich das anschauen und dann ihrer Verantwortung nachkommen. Nämlich das Freigraben und einfach nochmal ordentlich abdichten. Die Bodenplatte ist in Ordnung, also die ist total okay, das schaut super aus von der Seite. Nur die Abdichtung hält in keiner Weise auf der Bodenplatte. Das heißt, ich bin überhaupt nicht schuld. Also, ja, Frau Peter, warum sollen Sie schuld sein? Ja, weil es die anderen zwei Herren ja so bringen. Ja, warum lassen Sie alle leider schlechtes Gewissen einreden? Sie kennen ja nichts dafür, Sie haben ja das nicht geflammt, Sie haben das ja auch so nicht bestellt. Ja, aber jeder glaubt, schickt mir Kostenvoranschläge und glaubt, ich verstehe schon, das ja. Richten. Ja, es tut mir leid, ich will nicht unverschämt sein. Natürlich sind Sie nicht schuld. Das heißt, es ist einfach geschlampt worden? Das ist einfach schlecht gemacht worden und die Bauaufsicht hat versagt. Ich muss ja nicht, der Bauaufsicht kann ich nicht anlasten, wenn da jetzt einmal irgendwo nicht richtig geflammt ist. Die steht ja nicht den ganzen Tag dabei. Einmal in der Woche gibt es eine Baubesprechung. Und da muss ich mich vergewissern, ob die zwei ausgeschriebenen Lagen laut Einreichplan auch gemacht worden sind. Das ist ja wohl das Mindeste. Wozu habe ich eine Bauaufsicht, wenn ich mich da nicht einmal darauf verlassen kann, dass das gemacht wird, was ich bestellt habe. Natürlich ist Schuld ist der Firma, die es gemacht hat. Aber ich habe eine Bauaufsicht hier. Ja. Und dann möchte ich, dass die bitte kontrolliert, wie oft diese verdammte Abdichtung da auf den Keller raufkommt. Also ursprünglich war es jetzt ein bisschen ärgerlich, weil wieder nicht so freigegraben worden ist, wie wir es eigentlich gewünscht haben. Und nachdem dann alle irgendwie gesagt haben, das kann nicht die Abdichtung sein, bin ich halt doch runtergeklettert. Habe freigemacht, Gott sei Dank ist das gegangen. Und es stellt sich ganz klar heraus, dass die Abdichtung im Bereich der Bodenplatte nicht hält. Dass da unsere Schadensursache ist. Die Abdichtung ist nicht geeignet, die Abdichtung ist falsch verlegt. Und es gibt auch nur eine Lage und nicht so, wie es im Gutachten vom Baumeisterarchitekten drinsteht, eine zweilagige Abdichtung. Also wir haben ein klares Ergebnis. Hier ist die Bodenplatte Oberkante, Bodenplatte Unterkante, vermutlich Sauberkeitsschicht in dem Bereich. Und hier ist die Abdichtung, die überhaupt nicht klebt. Der Bausachverständige kommt mit einem Beweisstück wieder aus dem Untergrund nach oben. Die Abdichtung konnte er einfach so mit der Hand ablösen. Also die ist auch nicht zulässig, die Abdichtung für den Bereich. Ja. Man sieht das, wenn ihr das jetzt ist warm. Wenn es jetzt kalt ist und ich knick das einmal, ist das gebrochen. Ja. Wahnsinn. Das heißt, Wahnsinn. Das soll jetzt ihr Bauwerk 50 Jahre vor Feuchtigkeit schützen. Ja. Also falsches Material. Schlecht verflammt. Und die Firma gibt es nicht mehr. So wie bei der ersten Begehung vermutet. Ja. Die meiste Arbeit ist bei solchen Problemen immer das Freigraben der Feuchtigkeitsabdichtung. Also mit dem Bagger alles freischaufeln und da, wo die Terrasse ist, halt teilweise wird es halt ein bisschen grindig, wenn man den Betoner abstemmen muss. Die Flammarbeiten selber sind im Prinzip da eine Geschichte von 2-3 Tagen maximal. Ja. Und dann hat man die nächsten 50 Jahre sicher wieder Ruhe. Ja. Ja, also mit Grabarbeiten und alles wiederherstellen muss man schon rechnen, 30.000 Euro in der Größenordnung. Und drinnen Boden trocknen und alle diese Dinge, die Wände abbauen, wiederherstellen, entschimmeln, die ganzen Kisten rein- und rausräumen, kommen wir wahrscheinlich auch locker auf 20.000 Euro. Ja. Ja, jetzt schauen wir mal, was unser Herr Kommerzialrat dazu sagt. Ja. Ich schicke ihm heute am Abend die Fotos und dann warten wir ab, wie die Reaktion ist. Ja. Ja? Ja. Jetzt freuen Sie ihn einmal ein bisschen. Jetzt Nein, kann mich nicht freuen. Jetzt können Sie ein bisschen positiv denken. Und nicht, es geht nicht. Geht es Ihnen nicht gut jetzt, oder wie? Nein. Ich bin froh, wenn das wirklich der Fehler ist, dass wir ihn gefunden haben. Aber ich kann mich noch nicht freuen. Es ist zu viel, was jetzt auf mich eindrungen ist. Haftbar ist grundsätzlich, also verantwortlich ist Ihr Vertragspartner, der Kommerzialrat. Ja. Ob der dann quasi sich noch Geld von der Bauaufsicht holt, das wird dann schon schwieriger. Nicht? Weil da muss man jetzt quasi nachweisen, dass die Bauaufsicht ihre Pflichten verletzt hat. Ja? Das ist aber im Prinzip der Frau Peter wurscht. Ja? Ihr Vertragspartner ist klar definiert.
freuen uns, dass es leider sehen das die Beteiligten nicht so und spielen auf Zeit. Eine schriftliche Stellungnahme des hinzugezogenen Sachverständigen gibt es trotz mehrmaliger Aufforderung noch immer nicht. Wollen sich hier die Beteiligten aus der Verantwortung ziehen? Wir bleiben am Fall dran. Und gleich bei ATV Pfuschambau. Bei der Durchsicht der Vertragsunterlagen der Familie Schäfer macht Bausachverständiger Günther Nussbaum eine schlimme Entdeckung. Das ist ein Gewährleistungsausschluss, würde ich sagen. Haben die Schäfers etwa unterschrieben, dass sie den Verkäufer ihres Hauses nicht haftbar machen können für die Risse? Bei den Schäfers ist die Begehung zu Ende. Das Fazit: Setzungen sind zwar hier nicht auszuschließen, aber die Risse sind wesentlich auf Mauerwerksfehler zurückzuführen. Also ich will jetzt nichts mindern, ja. Nur man muss auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, weil es hat ja keinen Sinn, wenn sie da jetzt die Panik kriegen, dass sie ihnen das Haus runterkippt. Ja, die juristische Sache ist eine ganz andere Geschichte, das müssen sie klären. Reden sie mit einem Juristen und fragen sie den, was er dazu sagt, ob man wenigstens die Putzsanierung jetzt bei dem, da geht es dann eh nochmal um ein paar tausend Euro, ob man die Putzsanierung wenigstens einmal bei dem Verkäufer einfordern kann. Ja. Also ich würde das nicht beim Verkäufer einfordern, nachdem uns ja die Genossenschaft das schon einmal angeboten hat. Die Wohnbaugenossenschaft hat das Haus ursprünglich gebaut. Vor einigen Jahren machte sie das Angebot, alle Risse zu sanieren. Die Schäfers sollten dafür unterschreiben, dass sie danach keine Mängel mehr anzeigen würden. Das Angebot schlugen die Schäfers damals aus. Da haben wir es nicht unterschreiben können. Weil, wenn das zu diesem Zeitpunkt war, ja nicht bekannt, ob jetzt noch Setzungen sind oder was jetzt da ist. Immer den Gedanken vor Augen, das Haus kippt um, was mache ich dann mit 20 Jahren? Genau so ist es. Jetzt nehmen Sie es bitte an. Naja, das ist die Frage, ob es noch gilt. Ne? Der erste Ansprechpartner ist aber dennoch an sich der Hausverkäufer. Denn mit ihm haben die Schäfers den Vertrag abgeschlossen. Günther Nussbaum schaut sich nun den Kaufvertrag genau durch und macht eine schwerwiegende Entdeckung. Da wird es unter Punkt 4 interessant. Die Verkäuferseite übernimmt keine Haftung für ein bestimmtes Grundausmaß, eine sonstige Eigenschaft oder Beschaffung des Kaufobjektes. Beschaffenheit des Kaufobjektes. Wohl aber dafür, dass dieses mit Ausnahme der Sicherheitszone Militärflugplatz Hörsching einverleibten Dienstbarkeit, also Dienstbarkeiten, Servitute, lastenfrei, bla bla bla. Das ist ein Gewährleistungsausschluss, würde ich sagen. Wie weit der jetzt gilt und ob der auch so zu verstehen ist, das sollte sich ein Jurist anschauen. Haben die Schäfers wirklich einen Ausschluss der Gewährleistung in ihrem Vertrag mit dem Verkäufer unterschrieben? Und was bedeutet das genau? Wir fragen bei Rechtsanwalt Dr. Hermann Wenusch nach. Zwischen sozusagen Konsumenten untereinander, also nicht Unternehmen, kann man Gewährleistung ausschließen, auch gänzlich ausschließen. In dem Vertrag geht es nicht um einen gänzlichen Ausschluss, sondern eine Modifikation. Es wird vereinbart, dass keine besonderen Eigenschaften zugesichert werden. Ein paar andere Punkte sind aber ausdrücklich zugesichert. Als Gewährleistung für Wandrisse werden Sie wahrscheinlich schlechte Karten haben. Wenn der Vorbesitzer sozusagen getäuscht hat, einen Irrtum der Familie Schäfer verursacht hat, dadurch, dass er vielleicht irgendwelche Mauerwerksrisse übertüncht hat, dann schaut es anders aus. Aber 12 Jahre ist es jetzt her und da müssten wir jetzt auf jeden Fall Verschulden beweisen können und Untersuchungen anstellen und bla 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 machen. Ja. Und tatsächlich haben wir vielleicht das Glück, unter Anführungszeichen nur Mauerwerksfehler zu haben. Ich würde das einmal so angehen, dass Sie diese Abfindungserklärung von der Wohnbaugenossenschaft vielleicht neu aufleben lassen können. Mhm. Das probieren Sie einfach. Mit Ihrer Unterstützung? Naja, es hat eine finanzielle Abfindungserklärung gegeben, dass man quasi unterschreibt zu einem Betrag X, dass man Setzungsrisse und dergleichen nicht reklamiert. Und es geht eben darum, diesen Betrag X zu definieren. Und man wird versuchen, diese Abfindungserklärung aus 2006 wieder aufleben zu lassen. Mit Hilfe von Günter Nussbaum werden die Schäfers jetzt mit der Wohnbaugenossenschaft neu verhandeln. Das war sicherlich einmal ein positives Ergebnis. Das heißt, es war einmal gut, dass sich jemand der Sache angenommen hat und dass wir das einmal jemandem zeigen haben können, der kompetent ist. Und
war sicherlich einmal erleichternd für uns in der jetzigen Situation. Nun bleibt zu hoffen, dass die Wohnbaugenossenschaft bereit ist, das Angebot, die Risse zu sanieren, wieder zu erneuern. Wir bleiben am Fall dran. Ich wende mich an Sie. Gerne. Danke vielmals. Ja. Und Sie melden mir das und ich schreibe Ihre... Dankeschön. Genossenschaft, Hausverwaltung, was auch immer. Alles klar. Ja. Dankeschön. Alles Liebe, danke. Wiedersehen. Heute bei Wie geht's richtig? Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Gestaltung der Wandoberfläche. Hier gibt es oft Reklamationen, weil die Oberflächen den Kunden nicht gefallen. Doch Extras müssen auch extra beauftragt werden. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, in verschiedenen Ausführungsqualitäten die Oberfläche zu gestalten. Die vertraglich geschuldete oder die anzunehmende Variante, die man erwarten kann, ist die Qualitätsklasse 2 von 4. Da genügt es, die Stoßfugen entsprechend zu verspachteln, je nach Platte und Anforderung auch eine Bewehrung einzulegen. Eine wirklich schöne, streiflichtfreie Oberfläche ist hier oder darf hier nicht erwartet werden. Wenn man das haben möchte, dann muss man das extra beauftragen. Die Qualitätsklasse 1 ist ausreichend, wenn man danach tapezieren oder fließen möchte. Wichtig ist, der Handwerker muss vorher wissen, wie die Lichtsituation später aussieht. Die Streiflichtvariante oder dann auch schon die feine Spachtelung mit 1 mm Körnung ist die Qualitätsklasse 3. Hier muss man dann schon wirklich vollflächig spachteln, also nicht nur im Fugenbereich, sondern über die ganze Wand drüber, was grundsätzlich bei höherer Anforderung immer empfohlen wird. Nicht die höchste Anforderungsklasse. Höchste Anforderungsklasse mit Glätttechniken oder wirklich extremen Streiflicht beim Eingang, bei der Rezeption, je nachdem, ob im häuslichen oder im Bürobereich. Dann muss man vollflächig drüber spachteln und auch ein zweites Mal noch nachkläten, dass es wirklich eine saubere Oberfläche wird. 4 Qualitätsklassen, 4 unterschiedliche Anforderungen. Wichtig ist auch hier, vorher genau vereinbaren, was man haben möchte. Dann gibt es auch keine bösen Überraschungen. Hallo, Remi Demi machen. Sie haben einen Vollpfosten im Schlafzimmer. Die Brötchen fertig. Filmst du schon? Ja, ach, jetzt nein. Schon. Was soll ich tun jetzt? Bitte schön, ein Kamin. Hallo, herzlich willkommen zur Rubrik Wie geht's wichtig? Das ist ein Planungsfehler, den man nicht richtig gelöst hat. So, das war's zum Thema Oberflächenputze. Super, danke schön.